Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Mass Effect 2. Wir sind ja letztens stehen geblieben und machen ja mal auch schnell weiter, bevor die Böse... What the fuck? Oh shit, was ist das? Oh oh. Alter. So. Okay, wir gehen erstmal hoch, ganz langsam. Oh shit. Ein Dutzend Geth. Okay. Laborausrüstung. Kannst du mal bitte deine hässliche Fresse an? Hier, schau dir das an. Hier, friss meine Kugel. Guck mich nicht so an. Okay. Okay. Dissectbot. Tricks VI. Dissectbot. Ich dachte, Schieber, mein Bildschirm dreht sich auf einmal. Kann ich ja. Kann ich ja. Komm her. Los, mach dich jetzt direkt auf. Ich schnall dir eine. Als auf. Böse Art und Weise ich auf. Du bist schon. Auf diese negative. Okay. Erstmal durch die Tür. Okay, erstmal speichern, aber man weiß ja nie. Also man weiß ja nie, ne? Also es kann ja sein, dass da mal Gef. Oh oh. Da ist noch Gef. Oh oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Na? Willst du noch ein bisschen Stress, ne? Oh, ich will noch einen dem verprügeln. Oh. Geil. Ich hab grad leichten Schnupfen. Ich muss dann mal in der nächsten Folge aufhören oder irgendwie bei einer Zwischensequenz. Okay, das ist schlecht. Das kann man nicht LP'n. Okay. Geh erstmal dahinter, da hinten war ja noch was. Und irgendwie kommt hier kein Geth. Die will Stress. Ganz klar. Okay, wir gehen erstmal nochmal dahinter und erkunden denn alles. Die VI, die will manchmal wirklich Stress. Die schreit einen an, aber ich hatte hier irgendwie Beschwerden oder so. Der hat Kreislaufprobleme. Was ist jetzt hier in diesem Raum los? Da ist nichts drin und die macht eine Tür hin. Handy, die sich den Raum ersparen können. Mal safen. Ich safe hier in letzter Zeit ziemlich oft. Okay. Come on, VI. Komm
Kannst du mal bitte deine Fresse halten? Ich will nur Mama Farlox mir anhören. Also hätte ich das jetzt auf maximale Lautstärke 100 und so, würde ich mich sowas zu Tode schrecken, Leute. Jedes Mal, wenn die VI schreit. Das hasse ich immer, diese. Wenn die so laut schreit und dein Headset ist gerade so auf 100 gestellt, dein Lautsprecher auch auf 100 und das Spiel ist dann auch auf 100 und dann macht's und dann schreckst du dich zu Tode. Okay. Oh, cool. Cool. Grüße ist. Nächstes Mal bringen wir Musik mit. Bei einer Mission. Sternengebiet. Analyse. Das Ziel befindet sich auf der anderen Seite dieser Sackgasse. Hä? Ach, wir müssen erstmal woanders hin oder was? Oder so. Hey, das ist aber nicht nett. Welche Plattform wäre das jetzt bitte? Ach, die. Okay, sehr gut. Aha! Bin ich klug oder bin ich klug? Okay. VI schreit auch, hä? Wo bist du? Hier drinnen, hä? Come on, get out. Get out, this fuck of piece. They did this piece of shit. Oh yeah. Okay, Abmarsch. Ich muss mich hier wieder richtig hinsetzen. Gut. Genau, das war der Haken. Es war so klar, dass es dann niemand so ruhig sein kann. Shit. Come on, Beeilung, 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 Leute, Beeilung, Beeilung, come on. Oh mein Gott. Es war so klar, dass die böse sind. Habe ich mir schon am Anfang so richtig gedacht, dass da, was hätte ich so richtig gedacht, habe ich mir schon am Anfang gedacht, scheiße, die liegen überall Gef rum und das ist, einfach. Kann ja was nicht stimmen, ich muss ja was faulen. Meine war das faul wie Kloßbrühe. Okay. Zuerst mal den Geftschützen da oben erledigen. Come on! Okay. Nee, wenn ich da hochwerfe, dann wird nichts raus. Es sei denn, ich mache es so hier. Oh, okay. Okay, der wäre da oben erstmal erledigt, ne? Machen wir mal hier wieder hier hoch. Wieder hier hoch.
Okay, sehr schön. Müssen wir da rüber irgendwie? Wenn ja, wie? Wie? Ach, hier. Über die Brücke gehen. Raketenschütze eliminiert. Gefieger. Sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, ein Verwüsterer. Von den Geff hatte man ja im ersten Teil ja fast übelste Schiss gehabt. Die waren ja der übste Overpower, die Teile. Und unsere Waffen, die waren ja anfangs gar nicht so gut. Später ging das eigentlich alles noch. Erstmal wieder ein bisschen Munition mitzählen. Schnell safe. Dann hier weg. Raus. Ahahaha. Oh oh. Ich hab schon gedacht. Ich hab schon jetzt wirklich gedacht. Ah, endlich mal eine einfache Mission. Und dann macht's am Ende. Bababau. Weil ich dachte, die Entwickler, die wollten uns irgendwie mal schonen. Weil wir vorher zu viel gekämpft haben, wollen wir uns mal schonen, dass wir nicht mehr so viel kämpfen müssen. Und am Ende. Okay. Dann war alles außer vorbei, ne? Okay, erstmal die Treppe nach oben. War so klar. Fuck you. Ich glaube, wir müssen dahinter, wenn ich mich hier bin. Puh. Drauf habe ich den nicht, oder? Nee. Was ist denn hier? Ach, hier geht's nach oben. Ich glaube, da hoch müssen wir auch. Ja, exakt. Exakt! Keine Zeit mehr zu verlieren. Oh Gott, das klingt nicht gut. Geffknoten 25 bis 30. Einer weniger, den wir uns suchen. Come on! Dying! Just dying! Yo, Bro! Was ist denn da unten? Oh nein, Kommandant. Da war doch am Anfang gleich. Das war doch der große, wo ich mich erschrocken habe. Was waren die vier? Keine Ahnung. Keine Munition mehr, das ist schlecht, oder? Oh, hier noch ein Geffjäger. Gleich mal erledigen, bevor. Komm mal, ich schnapp den Tod. Das kann der Garus gleich mal machen. Der Garus. Das erledige ich. Mit der Faust. Okay, das war eine schlechte Idee. Hey, der ist irgendwie immer noch hier unter Kontrolle. Keine Ahnung warum oder wieso. Ja, mein Bein juckt. Mein Bein juckt. Mein Bein juckt. Gut. Wir müssen erstmal hier durch. Ha, Moment. So. Ich glaube, wir müssen jetzt hier sogar abhauen. Mission abschließen. Come on. Ach ja, mit der Taste. Oh, Mission abgeschlossen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
So, Deaktivierungsbefehl von der Prometheus-Station erfolgreich ausgelöst. Platin gefunden, 2000, auch sehr ordentlich. Okay, immer noch kein Level up. Ich glaube, um hier ordentlich zu leveln, muss man Missionen machen. So. Wir haben es geschafft. Die Abregelung ist aufgehoben. Sie können jetzt in die Atlas-Station eindringen und diesen Albtraum beenden. Sie müssen den Hauptserverraum finden, um das VI-Experiment zu beenden. Viel Glück. Okay, da kommt doch noch was, also zu früh gefreut. Ach, da rein diesmal. Da waren wir schon, wahrscheinlich war da irgendwie eine Abriegelung oder so. Ach ja, genau, hier war eine Abriegelung. Habe ich gar nicht beachtet. Ganz vergessen gehabt. So, jetzt sind wir da bestimmt wieder zu Fuß unterwegs. Mal sehen, ob wir das in diesem Part schaffen. Wenn nicht, dann legen wir einiges auf den nächsten Part und dann machen wir da noch ein paar Nebenmissionen noch. Bevor wir in der übernächsten Folge wieder ein paar Ressourcen sammeln, ein paar Planeten abscannen. Ho! Okay, wir nehmen jetzt wieder einen Garrus mit und Miranda. Annehmen, Miranda und Garrus. Nichts Neues. Nichts Neues. Also können wir ihn nicht lassen. Blut, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ha, okay. Sie sind also drin, Kommandeur. Gut. Das ist so cool. Okay. VI, wo bist du? Willst du mich wieder schrecken? Wow! Alter! Ich glaube, die Mission, die ist gruselig gemacht. Damit man sich hier leicht erschreckt. Hier, VI wetten. Hey, come on, VI! Okay. Ebene 2 erreicht. Ebene 4 erreicht. Ebene 6 erreicht. Was wollen die von mir? Systemfehlfunktion. Ebene 2 erreicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich gerade irgendwie buggy. War nie überhaupt von mir. Führe Reset des Fahrstuhls durch. Okay. Ebene 2 erreicht.
Ebene 4 erreicht. Ebene 6 erreicht. Wir wurden entdeckt. Ebene 3 erreicht. Ich verstehe das nicht so wirklich, Leute. Ich habe keine Ahnung, wieso wir hier entdeckt wurden oder wieso nicht. Ebene 5 erreicht. Ebene 7 erreicht. Ach so. Aufpassen. Nein, was ist denn das? Der Kommandant, der kriegt meine Schilde so schnell weg. Ich drücke die ganze 2 und ich kann das nicht. Okay, oh oh. Ja, weg hier. Geh Richtung Deckung. Erstmal den kleinen aufschalten, würde ich sagen. Oder nee, erstmal den großen kräftigen aufschalten. So. Oh, das wäre schon mal erledigt. Wir haben vorhin zum Fahrstuhl gerufen. Sind wir ruhig hier. Bremssystem. Okay, ich muss wahrscheinlich auf meinen Timer schauen, ob wir wie lange wir noch Zeit haben. 5 Minuten können wir noch machen. Okay, orange, lila und orange. Orange, blau und orange. Orange, grün, orange. Und hier, Code gehackt. Ist ja gut, 2250 Credits sind ja auch mal was Schönes. VI, hallo, VI. Willst du mich verarschen? Okay. Ich sag nichts dazu. Bereit machen. Und seien Sie nicht überrascht, wenn dieser Knopf einen Reaper ruft. What's happening now? Okay, hier können wir immer noch sterben, aufpassen dazu. Verdammt, er lebt noch.
Okay. Ich mach, dass es aufhört. Halte aus, meine VI, David. Indem man einen weiblichen Geffen tut. Der Roboter sagt Hallo. Erika. David, du kannst Wunder vollbringen. What's happening? Eine Störung. Aha. Okay. Okay, und da kann man auch erkennen, dass der David dann auch leicht gestörter ist oder wirkt. Okay, ah, da kommt ja noch ein Geff. Was würde ich denn jetzt ohne dieses Schildgenerationsteil machen? Ha! Okay, aber ich glaube, ich mache hier erstmal gleich einen Cut und wir werden uns dann David in der nächsten Folge schnappen, würde ich sagen. Und dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Abonnieren, kommentieren, bewerten und favorisieren. Ich würde mich über jedes Abo, Favo oder so freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye, bis zum nächsten Mal. BZW, bis später.